Hallo und schönen guten Tag bei YourFind. YourFind ist Ihr Rechtsfreund für viele Rechtsangelegenheiten. Unser heutiges Thema ist, was ist eine Online-Schadung? Die sogenannte Online-Schadung gibt es schon sehr lange, seit ungefähr 1998, 99, 2000 und besagt, dass der administratorische Weg zu einem sehr großen Teil über E-Mail-Verkehr, Internet, damals noch Fax, durchgeführt und abgewickelt werden kann. Eine Online-Scheidung eignet sich vor allen Dingen für einvernehmliche Scheidungen, natürlich mittlerweile aber auch für alle Scheidungen, auch wenn sie nicht ganz so einvernehmlich sind, wenn sie einfach noch ein paar Punkte zu klären haben. Da kann gegebenenfalls auch ein Mediator ins Spiel kommen oder eine sogenannte Trennungsfolgenvereinbarung oder Scheidungsfolgenvereinbarung, die dann notariell beurkundet wird. Ja, es ist eine Entwicklung. Also wir sind im digitalen Zeitalter ja voll angekommen und das seit über 20 Jahren. Und seit dieser Zeit hat sich die Online-Scheidung auch entwickelt. Wir dürfen einfach sagen, wir sind einer der Vorreiter, wir sind einer der zwei, drei, die das auch in Deutschland mit gegründet haben. Online-Scheidung ist im Endeffekt etwas sehr Einfaches. Es hört sich kompliziert an, ist sehr einfach. Das Erste ist, Sie sollten sich informieren. Selbstverständlich gerne auch kostenlos informieren. Sie können einen Anwalt anrufen, Sie können auch Gesprächstermine ausmachen. Ein Erstgespräch kann bis zu 190 Euro kosten, plus Mehrwertsteuer, also fast 250 Euro. Es gibt aber mittlerweile auch Anwälte und auch Anbieter, die die Orientierungsgespräche und die Erstgespräche kostenfrei machen. Und Sie können sich im Internet die Ratgeber aussuchen, es gibt Checklisten, es gibt Formulare, es gibt im Endeffekt alles. Bereiten Sie es vor, eine Scheidung ist kein Lebensmitteleinkauf, natürlich nicht, den Sie vielleicht ein, zwei, dreimal die Woche machen, sondern eine Scheidung ist sehr, sehr häufig etwas, mit der Sie das erste Mal konfrontiert sind. Das dann online zu machen, ist natürlich eine Hürde, bedeutet, Sie müssen dem Anwalt oder dem Scheidungsservice wirkliches Vertrauen schenken dürfen. Bedeutet auch, es müssen einfach ein paar Parameter stimmen, ja, bevor Sie diesen Online-Scheidungsantrag auch online ausfüllen. Im Endeffekt, wie gesagt, ist es ziemlich einfach. Sie informieren sich, erster Schritt, der zweite Schritt. Sie holen sich, falls vorhanden, ein gratis Infopaket. Dritter Schritt, Sie holen sich einen Kostenvoranschlag, damit Sie wissen, aha, so viel muss ich für die Scheidung bezahlen. Gegebenenfalls bekommen Sie auch die sogenannte Verfahrenskostenhilfe, damals Prozesskostenhilfe hieß das. Das bedeutet, der Staat übernimmt alle Gebühren, die Gerichtskosten und die Anwaltsgebühren auch, denn es ist kostenfrei für Sie. Dann füllen Sie in einem nächsten Schritt den Online-Scheidungsantrag aus. Den gibt es online, den gibt es aber auch kurz runterladen, in welcher Form auch immer. Sie können davor oder danach Gespräche führen, das sollten Sie auch. Sie sollten also so viele Gespräche führen dürfen, wie Sie benötigen. Sie müssen natürlich Fragen stellen dürfen. Sie müssen die Fragen auch beantwortet bekommen, und zwar so beantwortet bekommen, dass Sie es auch verstehen. Ganz, ganz wichtig. Und Sie müssen einfach das Gefühl haben, okay, bei diesem Anwalt, bei dieser Anwältin, bei diesem Scheidungsservice bin ich richtig aufgehoben. Ja, es passt. Sonst unterschreiben Sie es einfach nicht. Ganz einfach. Es gibt genügend Anbieter mittlerweile. Es gibt einige sehr, sehr gute in Deutschland. Es gibt, wie immer, in jeder Profession, in jeder Berufszweig, einige, die Online-Scheidungen nur nebenbei machen. Und es gibt einige, die Online-Scheidungen seit 20 Jahren wirklich perfektioniert haben. Und natürlich dann auch den dazugehörigen Service ihnen anbieten. Und so muss es auch sein bei dem Thema. Selbstverständlich. So, dann sind alle Papiere zusammen. Alles, was das Gericht braucht. Das Gericht setzt dann einen Scheidungstermin für Sie beide fest. Es gab schon früher die Möglichkeit, wirklich alles online zu machen. Also Sie mussten dann nicht mehr zum Gericht gehen. Es gibt ein paar Gründe, warum Sie nicht persönlich vor Gericht erscheinen müssen. Aber grundsätzlich müssen Sie laut Gesetz noch persönlich vor Gericht erscheinen. Jetzt in den Corona-Zeiten, gerade am Anfang, war es tatsächlich möglich, über die Videoanbieter, wie zum Beispiel Skype oder Zoom, die Online-Scheidung komplett online abzuwickeln. Ja? Also
Auch der Anwalt ist zugeschaltet worden. Der musste gar nicht ins Gericht gehen. Der Richter und sie beide. Es ging komplett online. Es wird gerade wieder ein bisschen zurückgefahren. Aber es ging und es geht. Und das ist vielleicht auch die wichtige Message. Im Endeffekt ist es eine Frage Ihres Vertrauens, Ihres Geschmacks. Wie wollen Sie es machen? Brauchen Sie den Augenkontakt, also den Nasen-Augenkontakt zu Ihrem Rechtsanwalt? Oder reicht es Ihnen, wenn Sie ihn über Video sehen? Ja, weil sehen tun Sie ihn sowieso, wenn Sie mögen, auf jeden Fall. Und dann schauen Sie einfach nach, ob Sie sich wirklich gut aufgehoben fühlen. Ne? Ob, wenn Sie anrufen, auch jemand wirklich immer abnimmt, ob Sie vielleicht auch mal am Wochenende ein Gespräch führen dürfen, vielleicht auch mal spät abends oder früh morgens. Wie Sie sich auf der Webseite fühlen, ob es da wirklich substanzielle, schöne, verständliche Informationen gibt, ob die Mitarbeiter der Kanzlei des Scheidungsservice freundlich sind, ob die einen kompetenten Eindruck machen. Im Endeffekt ist es ja ziemlich viel Geld, was Sie für eine Scheidung ausgeben müssen. Und dann ist es nur folgerichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, den für Sie richtigen Scheidungsservice auch auszusuchen. Wenn Sie Fragen zu dem Thema haben, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir melden uns auf jeden Fall immer zurück. Machen wir seit über 15 Jahren. Alles Gute Ihnen und wenn Sie mögen, bis bald. Tschüss.